Yeah! Kobold. Hm. Ich finde das Logo knuffig. Es hat so ein bisschen was von alten Sega Mega Drive Spielen. Ja, irgendwie schon. Es sind, glaube ich, ein bisschen zu viele Farbübergänge drin. Das konnte er, glaube ich. Sabi, wie oft crasht das Spiel? Jetzt will ich aber wissen, wer dieser Kobold ist. Oh, wie cool! So ein diagonal scrollender Hintergrund. Das ist mega retro. Oh mein Gott. Mein Gott, ist das cool. Alle Spiele sollten in den Menüs coole diagonal scrollende Hintergründe haben. Wie am Sega Mega Drive. Das Spiel ist eine einzige Hommage an diese Konsole. Auf jeden Fall. Mach es pink. Mach einen Kirby-Klon mit Kleid oder was auch immer es an Sachen gibt. Kann ich irgendwie die unteren Sachen auch auswählen oder muss ich eins von den oberen drei nehmen? Kannst du einfach weiter nach rechts oder so? Ah, tatsächlich weiter nach rechts. Ich weiß gar nicht, was die ganzen... Wie lange hänge ich denn hinterher? F5. F-fucking-5. So. Ich weiß gar nicht, was diese ganzen Symbole tun. Ich fürchte, dass... Ich wähle jetzt mal eins aus. Ah, damit kann ich die Farbe wählen. Kein Scheiß, Sherlock. Nimm Pink. Ja, oh mein Gott. Pink ist die einzig richtige Wahl. Mein Gott, es gibt einen Link-Anzug und ein Zelda-Kleid. Ja, dann eindeutig das Zelda-Kleid. Eindeutig den Link-Anzug. Na, das Pink beißt sich mit diesem grünen Dings. Oh mein Gott, nimm den Schwimmreifen. Ja, der Schwimmreifen ist echt genius. Oh mein Gott. Sabi sagt gerade, es sind nicht alle als Charset. Ja, Afro. Was? Afro. Oh mein Gott. Afro, ganz klar. Der Irokese ist aber auch nicht schlecht. Nimm den Afro, dann bist du Jack. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sich hinter diesem Symbol die Frisur versteckt. Nein, Funk Peter. Oh mein Gott. Wir bauen jetzt CSG nach. Es muss ein Zylinder richtig sein. CSG ist nämlich auch pink. Das muss ein Zylinder sein. Es muss ein Zylinder geben. Ich bin ja mehr für die Schleife. Die passt wenigstens zum Afro. Ja, dann nimm die Schleife. Die letzten zwei Sachen hat, glaube ich, Sabi gemeint, die gehen genau. Nicht. Genau. Oh. Es gibt noch keine Waffe und was auch immer das letzte ist. Oh, Name geht auch nicht. Oh. Ein End. Okay. Ich weiß zwar nicht, was da gerade passiert ist, aber es funktioniert noch. Create Character. Oh. Der Grafikstil ist schon wieder nur großartig. Ja. Der ist wirklich cool. Hör mal auf, mal nur Kurzspiele zu machen und mach mal richtig lange, großartige Spiele in so einem Grafikstil. Das hat sie doch schon mal probiert. Ah ne, nicht in den Grafikstil. Bienen! Den Chipset-Stil, den mag ich wirklich. Der ist mega cool. Muss ein bisschen an deinen Autoteils arbeiten. Aber sonst, super geil. Bienen! Ich will sie mitnehmen. Fetch all bees. Ich glaube, mit denen kann ich nichts, oder? Ich kann nicht mal das Schild lesen. Ich bin ein dummer Kobold. Ich find's lustig, wie diese fetten Bienen einfach in der Luft hängen. Ein bisschen mit den Flügeln wackeln. Wie echte Bienen eben. Nein, die brummen. Die hängen leider nicht in der Luft. Genau. Okay, Sabi, worum sollte es letztendlich in dem Spiel gehen? Spoiler mal noch nicht und mach das Spiel einfach fertig. Überrasch uns. Oder so. Oder so, ja. Dann wird es total der Mystery-Horror.
Ich meine, Onagokoro ist in der Beta, also quasi fertig. Da hast du ja jetzt dein nächstes Projekt. Würde ich mich drauf freuen. Wäre cool. Was sind Evil Shroomus? Ich würde mal auf böse Pilzdinger tippen. Oh, tatsächlich. Böser Pilz. Ein Evil Shroomu. Sehen die aus wie Pokebälle mit Augen? Nicht ganz. Mehr wie Pilze mit bösen Augen. Ich seh's. Oder Schmetterlingsflügel. Was? Ich meine, wir sind in einem Maker-Spiel. Irgendwo müssen Schmetterlinge sein. Die wurden hier durch Bienen ersetzt. Oh, okay. Ach, ich dachte bisher, die hätten sich einfach nur in großer Anzahl auf den Boden gesetzt. Mein Gott, was ist das denn? Squirrels. Perfekt. Total gut. Richtig wunderbar. Das ist aus dem Bild gelaufen. Ja. Warum läufst du denn aus dem Bild, Thaler? Das ist so unendlich hübsch. Die Lichteffekte. Da müssen doch, also Gabi, du musst ja jetzt wirklich irgendwelche Lichteffekte einbauen, ja, damit deine schönen Farben total ruiniert werden, wie es jedes Maker-Spiel macht. Sonst ist es leider kein Maker-Spiel. Tut uns leid. Es gibt keine Schmetterlinge, das ist schon kein Maker-Spiel mehr. Ja, und wir brauchen noch Random Encounter. Das ist sowieso. Der Stil war wirklich schön. Oh ja. Sabi, lass dich mal dafür bezahlen, dass du Grafiken für Spiele machst. Ja, aber echt. Das ist super. Und such am besten nicht in der RPG-Maker-Szene nach Auftraggebern. Oder zumindest nicht in der deutschen. Ja, zumindest nicht in der deutschen. In der englischen wirst du wahrscheinlich sogar noch sehr viel eher fündig. Aber das wäre total die Kommerzialisierung eines Hobbys und deswegen voll schlimm. Seid mal nicht so Kommerzschweine hier. Nachher gibt ihr tatsächlich auch noch Geld für Sachen aus, oder was? Hä? Seid ihr ein Fischwuchteln? Ja, das waren schon alle Spiele für heute. Ja. So, Thaler, was nun? Ja, das ist die Frage, was nun? Ich bin dafür, du spielst Tailgator. Oh Gott, das Spiel, was du mir vorhin gegeben hast. Ich kann dir die epische 64 Kilobyte groß raufschicken. Ja, das ist halt auch, das dauert nicht lange. Also, wenn du nicht zu oft stirbst, kannst du es wahrscheinlich wirklich am Stück durchspielen, weil, wie gesagt, das YouTube-Video ging eine Stunde noch was. Stunde, 8 Minuten oder so, dann war er durch. Ja. Dann lassen wir Thaler keine Bullet-Hell-Shooter spielen. Na, das stirbt er doch nur, das kann er doch gar nicht. Das andere ist ein Jump'n'Run für den Gameboy, das schafft er vielleicht. Also traditionellerweise spiele ich komische Indie-Spiele, wenn Taco da ist. Das ist gut. Ich suche mal kurz was raus. Also das ist irgendwie so Game Jam und dann komisches Indie-Spiel von Taco. Perfekt. Ich bin dafür, Thaler versucht einfach nochmal einen Quop und diesmal versucht er auch richtig zu laufen. Nein! Ich such mal eins der besten komischen Indie-Spiele. Besser als Quop? Ja. Du könntest zum Beispiel Hero Core spielen. Hero Core ist ziemlich cool. Das ist so ein schwarz-weißer Plattformer. Tailgator ist auch schwarz-weiß. Das klingt aber am Gameboy. Hero Core ist cooler. Auch ein schwarz-weißer Plattformer. Oder du könntest Cave Story spielen. Das müsste ich erst runterladen. Oder Spelunky. Ah, Spelunky wäre cool. Spelunky wär cool. Davon habe ich schon mal irgendein shitty Remake gespielt und damit ist das für mich gestorben. Nee, nicht Spelunker, sondern Spelunky. Das ist ein sehr gutes Remake von Spelunker. Nee. Das ist ein mega gutes Spiel. Nee, soll das Meat Boy spielen? Nein, Meat Boy spiele ich nicht. Warum? Das ist nicht so schlimm.
Du könntest Binding of Isaac spielen. Oder Ninja Senki, das ist cool. Binding of Isaac finde ich furchtbar. Warum? Weil es auf meinem Netbook nicht läuft. Okay. Tala, du spielst Lamulana. Oh Gott, nein. Doch. Worum geht's? In Lamulana erkundest du einfach nur eine riesige Ruine und es ist ein sehr guter Plattformer. Ja, gib mal her. Ah, jawohl. Das ist so vom Stil her in so einer MSX-Grafik gehalten und das ist super gut. Ich bin gerade von CSG-Vorschlag mehr überzeugt. Spiel mal Lamatron, was auch immer das ist. Wenn es Lamas hat, bin ich dabei. Hat es Lamas, CSG? Ich mach mal kurz Streampause, bis ich Lamulana zum Laufen bringe. In 5 Minuten wieder da. Ich will jetzt wissen, was Lamatron ist. Nicht existent vor allem.